nennt das heute hier Frühshoppen. Was ist Frühshoppen? Ja, Frühshoppen bedeutet Bier ab 11, glaube ich. Bier ab 11? Wo ist deins? Ja, ich muss erstmal Wasser trinken von gestern Abend noch. Ich glaube, es ist ganz praktisch jetzt. Okay. Sagen Sie mal Ihren Namen. Oskar X bin ich. Ja, und ich bin auf politische Datensuche. Und auf politische Datensuche? Genau, weil ich habe einen Festplattensturz und ich möchte gerne wissen, wen ich am 22. wählen soll. Ja? Okay. Dann kannst du mir sagen, warum ich die FDP wählen soll. Ja, weil ich will, dass du über dein Leben entscheiden kannst. Und das gehört nicht in die Hand von Politikern, für dich deine Lebensentscheidung zu treffen. Du musst nicht bevormundet werden, vermutlich bist du schon über 18 und kannst deshalb als Erwachsener deine Entscheidungen treffen und brauchst keine Erzieherinnen von links oder von rechts. Okay, gibt es ein ganz krasses, ganz großes Beispiel, wo du dafür einstehst, das wollt ihr ändern, wenn ihr an der Macht bleibt? Ich will gar nicht so viel ändern, sondern ich will, dass Deutschland so erfolgreich bleibt. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir auf Schulden verzichten. Wir hatten 1,6 Millionen Menschen, die seit 2009 einen neuen Arbeitsplatz bekommen haben. Was will ich da ändern? Ich will, dass es so weitergeht. Wir müssen raus aus den Schulden. Mehr Menschen müssen eine Chance auf einen guten, bezahlten Arbeitsplatz haben. Ja, da haben wir zum Beispiel die Grünen oder auch die Linken gesagt, die wollen so einen Mindestlohn. Was hältst du davon? Ich bin dafür, dass Menschen von ihrem Gehalt leben können müssen. Aber ist doch völlig klar, wenn jemand zum Beispiel in Ausbildung ist, ein junger Mensch, der gerade einen Ausbildungsplatz hat, dass der natürlich nicht so viel verdienen kann wie ein Facharbeiter. Und diese Unterschiede muss es weiter geben, denn sonst hätten wir irgendwann die Jugendarbeitslosigkeit wie in Spanien oder Frankreich. Die haben nämlich dieserlei Mindestlöhne mit dem Ergebnis, dass die eine hohe Hürde darstellen für die, die überhaupt noch einsteigen wollen. Ja. Also bleib uns treu. Ja, hallo, ich bin... Zum Mars, ja? Nein, ich bin Oskar X, ich bin der erste Robomensch, der gerne wählen möchte. Wer bist du? Martin Lindner. Und du hast was für eine Funktion? Ich bin hier der Spitzenkandidat der FDP in Berlin. Für was steht die FDP? Was ist das für eine Galaxie? Mut, Markt, Freiheit. Mut, die richtigen Dinge zu machen. Markt, auch hier wieder zu erkennen, dass Wettbewerb die Dinge nach vorne bringt. Und Freiheit, dass wir hier ein Leben nicht von Gängelei oder anderen kleinkarierten Vorschlägen wie Veggie Day geprägt führen, sondern dass wir es selber entscheiden. Das klingt ja ziemlich groß, Freiheit. Das ist ein großes Wort. Was ist denn das ganz praktisch? Hast du ein Beispiel für mich? Ich finde, es ist ganz praktisch, dass wir selber entscheiden, was wir essen, was wir trinken, wie wir unser Leben führen, ob wir es homosexuell oder heterosexuell, wohin wir in den Urlaub fahren. Das ist es, um was es geht. Und der Staat sich darauf zurückzieht, Regeln zu setzen, einen Rahmen zu setzen, aber nicht mitspielt. Du hast auch gerade gesagt, du findest es gut, Cannabis zu legalisieren. Was meinst du damit? Ja, weil das damit reingehört. Die Menschen müssen selber entscheiden können, ob sie jetzt Alkohol trinken oder ob sie vielleicht mal ein Tütchen rauchen. Das ist nicht die Sache des Staates. Das hat nichts mit dem Kinder- oder Jugendschutz zu tun. Das muss natürlich, aber Schnaps ist ja auch für Kinder und Jugendliche verboten. Aber ist Cannabis nicht schädlich? Ja, ist Alkohol nicht schädlich? Ich meine, bestimmt auch. So, es ist beides etwa vergleichsweise schädlich. Es ist schädlich, aber ich glaube, die Menschen müssen selber entscheiden, was sie tun und nicht der Staat für sie. Ja. Ich habe immer gehört, ihr seid so gegen die Linken finden euch nicht so toll. Jetzt habe ich gerade gehört, du kriegst irgendwelche Drohbriefe. Wie ist denn das? Naja, das ist halt, wenn man unbequeme Positionen vertritt, die nicht nach jedermanns Geschmack sind, dann kriegt man teilweise halt auch Drohbriefe. Das gehört zum politischen Geschäft dazu. Wie heißt du? Linus Vollmer. Und du bist? Der Direktkandidat der FDP hier in Berlin-Pankow. Super, und wir sind hier beim Frühshoppen und das heißt, es gibt kostenlos was zu essen, ja? Cool, ja. Gibt's. Ja, ich mag ja Bockwürstchen. Mhm. Moment. War ja auch schon ordentlich bekleckert. Du, das macht nichts. Ich mag ja die Wurst. Mhm. Ja, du hast hier so einen tollen Wahlzettel, der heißt YOLO. Ja. YOLO, für was steht denn YOLO? YOLO, ja, das ist Englisch und... steht für You Only Live Once. Also du lebst you Only nur, Live Once. Richtig. Man lebt nur einmal, kennt man aus dem Internet, ja, Facebook, Twitter, gibt es viele so eine Hashtags damit. Und ich sage, ja, du lebst nur einmal, ganz klar, richtige Einsicht, natürlich. Und ich möchte dem Bürger mitgeben, gerade den jungen Menschen mitgeben, dass sie eben das Beste dann aus ihrem Leben machen sollen. Dass sie mitentscheiden sollen, dass sie sich im Zweifel jetzt mit einem liberalen Inhalt gefüllt dagegen entscheiden sollen, sozusagen vom Staat bevormundet zu werden, sondern dass sie das Recht haben, sich selbst zu entscheiden, selbst über das Leben zu bestimmen und sich nicht von irgendjemandem vorschreiben zu lassen, was sie zu tun oder zu lassen haben, solange sie niemand anderem damit schaden. Okay, ja. Jetzt gibt's hier so tolle... Oh, was ist denn das hier? Wer bist du denn? Erdmännchen, Erdmann.
Doris Erdmann, bin auch Parteimitglied. Ja, vorhin, ja, der Lindner hat vorhin gesagt, also einer der beiden, es sind ja heute beide hier gewesen, er will Cannabis legalisieren. Wie hältst du denn das? Finde ich gut. Ja? Ja, weil ich sage, Cannabis, wenn wir uns angucken, was wir sonst so konsumieren im Alltag, Alkohol, Zigaretten, alles in Unmengen schädlich. Ja? Also wenn man das, wenn man viel säuft, viel raucht, dann ist das schädlich. Aber Cannabis als einzelne Tüte ist eben, ja, ist natürlich schädlich auch in der Masse. Ja? Also wenn man den ganzen Tag und jeden Tag 50 Joints sich reinzieht, dann ist es natürlich auch schädlich. Aber grundsätzlich wollen wir dem Bürger trotzdem erstmal die Selbstverantwortung geben, darüber zu entscheiden. Und Cannabis ist nicht das Mittel, bei dem man am ersten Mal abhängig wird oder so. Sondern wir sagen, der Mensch ist selbst für seinen Körper zuständig, er schadet damit niemanden. Deswegen Cannabis legalisieren, ganz klar. Dann habe ich hier noch was anderes. Freiheit ist Liebe. Richtig, absolut. Was ist das denn? Das ist ein Kondom. Ihr verteilt Kondome? Ja. Freiheit ist Liebe? Freiheit ist Liebe, ja. Weil wir sagen, wir sind ja auch als liberale Partei für Gleichstellung da. Ja? Also wir setzen uns dafür ein, dass wir eben in anderen Bildern denken als nur Mann und Frau, Mann, Frau, Kind, sondern wir sagen auch Mann und Mann oder Frau und Frau, ganz egal, wie sich, wir wollen die Verantwortung den Leuten geben. Ja? Und deswegen sagen wir auch, das ist so unser Gadget, wenn wir auf der Love Parade und so rumrennen, dann verteilen wir das sozusagen. Love Parade, die gibt's ja gar nicht mehr. Ja, pardon. Wie heißt die heutzutage? Christopher Street Day. Wir haben die früher auf der Love Parade auch verteilt. Aber die okay, jetzt habe ich ein kleines Durcheinander hier im Kopf. Ja, ja. Festplattencrash? Festplattencrash. Nein, nein. Löscht das. Ja, Androide, löscht das. Okay. Christopher Street Day. Alles klar. Wenn du mir jetzt nochmal sagen kannst, warum soll ich dich wählen? Und das ganz kurz und knapp, weil ich habe auch jetzt bei der Suche nach Informationen, nach politischen Informationen immer gemerkt, ihr Politiker erzählt immer so viel. Genau. Versucht das doch mal mir klarzumachen, der wenig Ahnung hat. Der wenig Ahnung hat. Weil mir. Ich habe ja einen Festplattencrash, weißt du? Festplattencrash gehabt. Ah, scheiße. Darf man das sagen, ja. Warum du mich konkret wählen sollst? Erstmal musst du ja hier wohnen, um mich wählen zu dürfen. Aber ich denke mal, du wohnst ja auch hier. Oder gehen wir mal davon aus. Aber weil ich sage, dass. Ich habe leider einen anderen Bezirk. Ah, schade. Egal. Aber den Leuten, die hier leben, den sage ich immer, ja, gerade den jungen Leuten, der Fokus in der Politik muss mehr auf jungen Leuten liegen. Das erzählen dir alle Politiker, egal wie alt sie sind. Aber ich sage, naja, dadurch, dass ich nun mal noch relativ jung bin mit 19 Jahren, ist da auch ein bisschen mehr Identifikationspotenzial für junge Leute da. Ja? Junge Leute können sagen, okay, der ist jung, der macht dann vielleicht auch Politik für junge Leute. Ja, das ist so mein Ziel. Und wegzugehen davon, dass die Jugend, naja komm, die können wir mal hinten fallen lassen, die gehen eh alle nicht wählen, das finde ich schlecht. Also du sagst, warum soll man mich wählen? Aber ich sage gerade den Schülern immer, ist mir auf gut Deutsch wirklich scheißegal, ob ihr mich wählt oder nicht, Hauptsache ihr geht wählen. Weil es ist eure Stimme. Wir sind eine Generation, auf die viele, viele Schwierigkeiten und auch Herausforderungen zukommen wird. Thema demografischer Wandel, immer mehr ältere Menschen, immer mehr jüngere Menschen und wir müssen wirklich endlich auch mal laut werden, ja, wenn es um Entscheidungen, Thema Schulden geht oder so. Das war jetzt, waren jetzt glaube ich 50 Sätze. 50 Sätze, ja. Könnt ihr hinhauen. Hat, also ist mir quasi, bist mir quasi auf den Leim gegangen, ne? Ja, so, ja bin ich. Ja. Ja, da, ich kann dir sagen, wähl mich dafür, weil ich dafür stehe. Gut, das ist doch mal eine Aussage. Vielen, vielen Dank. Darauf eine Wurst. Ja, darauf eine Wurst. So. Alles klar. Wolltest du dich irgendwie bewerben für eine Castingshow oder so? Da wäre ich doch hoffnungslos verloren. Ich kann doch gar nicht singen. Okay, ich habe mich letztens mit dem Gregor von den Linken getroffen.